So, und willkommen zurück zu Assassin's Creed Revelations. Und ja, wir sind mal wieder irgendwo rausgeschmissen worden. Und schauen wir mal, ob wir mal weitermachen. Oder weitermachen können. Oder wollen. Oder deren. Und, Bombenherstellung. Wo können wir denn als nächstes hin? Da haben wir noch Datenfragmente. Aber weißt du was? Machen wir hier die Türme, die Aussichtspunkte. Dass wir mal mehr sehen. Die sind jetzt nicht so weit weg. Ich sehe den. Die wollen immer mehr Uniformen für dasselbe Geld. Warum? Von hier schon? So. Ja. Ja, der da hinten müsste es sein. Ja. Hopp. Wir wären ja schon am Boden gewesen. Ach ja, noch so ein Irrer. Ja, so kann's gehen. Und der Irre klettert jetzt darauf. So, so, so. Und dann gehen wir weiter. Und wir sinken kurz, dass wir mal ein bisschen mehr von der Karte sehen. Ja, es ist eher die ländliche Gegend. So. Okay, hat es ein bisschen was aufgedeckt. Und dann würde ich sagen, wenn wir uns mal auf dem Weg hier runter noch diesen Aussichtsturm. Spring erstmal runter. Gewagter Todessprung. So. Und dann fetzen wir mal los. Und gehen wir. Ne, müssen wir dann mehr in die Richtung. Wo ist der Herold? Wo ist der Herold? Treibt die Assassinen auf und befreit die Stadt von ihm. Die Wache wird in die Ohren. So, gib mir mein Geld zurück, du Betrüger. So, und dann klettern wir da ganz geschmeidig das Türmchen hinauf. So. Und haben hier das nächste Polo-Symbol. Aber vorher. Halt. Da ist es gleich. Ja, können wir das auch gleich holen. Vorher sinken. So. Jetzt kann ich hier. Ja, ja, ja. Den Aussichtspunkt will ich mir trotzdem mitnehmen. Das wäre schon nice. Okay. Dann
haben wir das Buch auch. Was haben wir denn hier? Okay. So, jetzt gehen wir da noch mal kurz rauf. Hey. Und schinken wir uns noch mal den Aussichtspunkt. Nachdem die Aufgabe erledigt ist. So, einmal umdrehen jetzt hier und runter mit dir. Dann der nächste. Ich bin ja dafür, dass wir diesen Aussichtspunkt holen und auch dieses Gebäude einnehmen. Das heißt, wir müssen da lang. Bitte akzeptiere meine. Ich kenne den schon mal gesehen. Da ist er. Und weg. Gestern mit mal drei. Ja. Was für eine Abzocke. Wenn die wüssten, was wir für einen Reibach mit ihren Leichen. So, plündern wir die Burschen noch. Also hatte ich recht. Die neue bei Despoina kommt aus Polen, oder? Land, groß, hübsch. So. Und dann ruf auf den Turm. Halt, da ist auch noch eine Kiste. Nehmen wir auch noch mit. Ah, ziemlich beweglich für sein Alter. Danke. Na, anzünden. Und schon haben wir eine Feste mehr. Können auch wieder mehr Gebäude kaufen. Erhalte, synkt er ja automatisch. Dann gehen wir gleich mal dahinter. Da lächelt uns schon der erste Assassine an. Aber vielleicht können wir auch den Schmied hier gleich freischalten. Ja, Kohle haben wir dabei. Ja, passt eh, zwei neue Assassinen können wir eh gebrauchen. Waffen der besten Güte, hier zu eurer Begutachtung, gute Leute. Ist was nice für mich, Bruder. Bevor du mir jetzt einen Text presst. Rappen wir mal. Rüstungstechnisch. Technisch, Schulterteile. Und Brustplatte. Zu teuer. Gerade noch im Geld. Im Preis inbegriffen. Gott. Erzählt euren Freunden von mir. Ihr verfluchten Diebe, ihr habt mich ruiniert. Ich hoffe, die Janitscharen reißen euch die Augen raus und schlagen eure Hände ab. Signora, was beunruhigt euch? Diese Schurken da. Sie griffen mich zu Hause an und raubten all meinen Besitz. Bitte, helft mir. Na klar. Boah, das... Das lädt er jetzt extra. Verflucht! Rennt um euer Leben, ein Assassine! Verdammt, ich hab da meinen Mörder! Mein Lamm!
Zack, bang, weg ist er. Ich Hallo. Verdanke euch bereits mein Leben, Effendim. Doch ich habe noch eine Bitte. Folgt ihr mir? Wohin? In mein Geschäft, wo diese Männer mich zuerst angriffen. Ich fürchte, sie haben alles gestohlen oder zerstört, was ich besaß. Geht vor. Na denn, geht zu, gute Frau. Akrobatin, merkt man. Wo hast du hier, gute Frau? Ja, geh halt runter jetzt. Sie sind noch hier! Raus, verfluchte Diebe! Raus aus meinem Geschäft! Und pow! Ja. Ihr habt mir sehr geholfen, Effendim. Es tut mir leid, dass ich euch im Gegenzug nur meine Hochachtung bieten kann. Ihr schuldet mir nichts. Doch ihr könntet euer Talent den Assassinen zur Verfügung stellen. Ihr könnt gut klettern und würdet sicher viel dazulernen. Ach, ich danke euch für diese Offerte. Wirklich. Ich bedanke mich auch. So. Eigentlich könnte ich die... Nee, kann ich nicht, weil sie nicht mehr da liegen. So. Wo gehen wir als nächstes hin? Da haben wir jetzt ein bisschen was aufgedeckt. Hier hinten wäre noch ein Assassine, den holen wir uns noch einen zweiten. Ich bin eine Morde. Was treibt dein Mann dazu, sich so... Na klar. Na gut, sagt es so gewollt. Stirb! Jetzt bist du tot. Du wirst nicht weit kommen. Na toll. Exzellent! Er läuft direkt auf die Kaserne zu. Habt ihr gesehen, wo er hin ist? Weg hier! Andere Richtung! Mist! Nein! No! Nein! Nein! Damit weg! Nicht viel weg hier! Zum Moschee! Ah! Ja, und Konter und weg bist du. Wieso kann ich jetzt nicht schießen? Ich habe nichts damit zu tun. Ketzer! Heide! Ungläubiger! Ah, der Teufel wird deine Sünden sicher 10-mal bestrafen. Ja, red doch. Kein Schwachsinn. Auch ich muss von irgendwas leben. So. Was sagt die Karte? Ein Herold. Zu dem gehen wir jetzt noch und dann machen wir einen Cut in der Folge. Versuch
Verschwindet! Macht, dass ihr Land gewinnt! Weg! Aber das muss ich bald ändern. Das Volk ist so unzufrieden, das kann doch nicht... Schlag ihn! Tyrannen! Nieder mit dir! Weiter so! Du kannst nicht einfach kommen und mich berauben. Wache! Ah, elende Tyrann! Ah, verschwindet! Proleten! So, entschwinden wir den ganzen Leuten mal. Das geht euch überhaupt nichts an. So, dann machen wir hier mal Cut und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Baba! Was wollt ihr jetzt? Warum ich? Warum passiert das ausgerechnet immer mir? Elender Mist! Weg hier! Naja.